Hallo, ich bin Bob und ich interviewe gleich Hans Kellett. Er ist Musiker, Regisseur und Theaterspieler. Kalikimaka is the thing to say. Ah, da ist er schon. Hallo, ich bin Bob. Hallo Bob, Hans, freut mich. Warst du schon immer Sänger oder bist du es erst geworden? Ich muss mal gestehen, das habe ich nicht so wirklich, das war nicht der Plan. Das ist schon aus Versehen passiert, dass Leute sagen, du kannst super gut singen, so ist du machen. Und ich so, ah nee, das machen so, nein, sowas machen nur Profis oder das könnte ich nicht, obwohl ich traue es mir nicht zu. Und hat eben diese gute Freundin in Berlin, haben mir so ein bisschen ermöglicht, das zu machen. Und ich singe zwar, ich würde nicht sagen, dass ich ein Sänger bin. Deine Stimme musst du auch pflegen wie ein Instrument oder wie machst du das? Das sollte man prinzipiell, aber das mache ich nicht. Ich bin ein bisschen, ich denke immer an so Erzählen, dass ich Geschichten erzähle und dann stelle ich meine Stimme um für die Geschichten. Und es ist eher so, ich stelle mir Figuren im Kopf vor. Mhm. Und das ist eigentlich meine Vorbereitung, ist eher, wer erzählt das gerade und warum und wie fühlen sie sich. Und dann gucke ich mal einfach, was meine Stimme dazu macht. Aber ich mache ja, was so klassische Sänge und mache ich nicht, wie man merkt, wenn ich das vormache. Bei mir geht es ganz viel um, wie es sich anfühlt und was ich damit sagen möchte oder wie es rüberkommen sollte. Mhm. Ich denke, es ist eher, bei mir ist es eher wie, als würde ich jemandem was erzählen, wie jetzt, nur mit Tönen dazu. Kannst du uns das jetzt einmal demonstrieren? Ich habe gestern mir überlegt, es gibt einen Blues-Song, wo das super gut funktioniert. Und ich habe es wirklich versucht, mir selbst nur zu erklären, als wäre es ein Gespräch mit einer Freundin oder so. Soll ich mal machen? Ja, mach mal. Ist auf Englisch, aber vielleicht verstehst du es emotional sowieso. Und es ging? Ich muss es finden. Das ist es bei mir. I don't want him, you can have him, he's not worth fighting for, besides there's plenty more where he came from. Das hörte sich sehr schön an. Aber richtig, ein richtiger Sänger würde sagen, so, ja, man muss da darauf achten, dass diesen Vibrato hier und so. Und ich denke so, naja, solange du verstehst, es geht um so, ich bin irgendwie sehr traurig, aber irgendwie auch so, ja, muss man so hinnehmen, so dieses Gefühl und dann dabei zu singen, zu finden. Mhm. Kriegst du die Ideen oder entwickelst du die selber und suchst dir dann jemanden, wo du auch die Bühne benutzen darfst und das vorspielen darfst oder wie machst du das? Also für diesen, was ich sehr mag, ist dieses, wo eine Idee zu dir kommt, es ist quasi gar nichts da und da hast du so ein Gefühl, da ist irgendwie was und das ist wie, als würdest du einen Faden ziehen und dieser Faden wird immer dicker und irgendwie, als würde es aus einer dunklen Ecke kommen und du weißt nicht, was am Ende von dieser Schnur ist und am Ende ploppt es raus. Wurdest du irgendwie entdeckt bei irgendeinem Scouting, wie es heutzutage ist, irgendwie da auf die Bühne gehen und dann hier irgendwie Mark Forster, die dann irgendwie scoutet oder wie war das bei dir? Das war überhaupt nicht so. Nee, also damals, also diese Art von Castingshows gab es tatsächlich nicht, außer vielleicht mal im Einkaufszentrum. Gab es mal ganz klein und ohne Fernseher. Okay. Aber da habe ich nicht gesungen, nee. Ich warte bis heute auf meine Entdeckung. Sozusagen, das ist mein großer Durchbruch als Sänger, ist nie wirklich gekommen, um ehrlich zu sein. Aber du hast ja trotzdem am Singen Spaß, egal ob du jetzt berühmt bist oder nicht. Ich frage mich manchmal, ob es mir weniger Spaß machen würde, wenn ich das machen müsste, wenn ich berühmt wäre. Es macht mir Spaß eben, weil es mir Spaß macht.